bis Herzog Lily Collins bei öffentlichen Auftritten mit ihren trendigen Outfits alle Blicke auf sich. Nun klicken die Kameras aus einem anderen Grund, Ehemann Charlie McDowell begleitet sie auf den roten Teppich. Eine Seltenheit? Etliche Fans des Netflix-Serienhits Emily in Paris wünschen sich Lily Collins, 32, Figur Emily Cooper endlich an der Seite des französischen Kochs Gabriel, gespielt von Lucas Bravo, 33. Im wahren Leben hat die Schauspielerin längst Nägel mit Köpfen gemacht und Filmregisseur Charlie McDowell, 38, in einer märchenhaften Zeremonie im Herbst 2021 das Ja-Wort gegeben. Auf den roten Teppichen zeigte sich das Paar bisher äußerst selten zusammen. Es gibt lediglich Aufnahmen, wie Charlie seine Lily Ende August 2021 in Los Angeles zu einer Abendveranstaltung begleitete. Am 11. März 2022 war es dann endlich soweit. Bei einer Sondervorführung von Collins neuem Film Windfall in West Hollywood zogen die beiden mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich. Bei dem US-Thriller führte McDowell Regie. Lily Collins bildet mit Ehemann Charlie McDowell ein stylisches Red Carpet-Duo. Lily begeistert in einem tief ausgeschnittenen Nadelstreifenanzug von Brunello Cucinelli. Dazu kombiniert die Tochter von Sänger Phil Collins, 71, schwarze, spitz zulaufende High Heels und eine schlichte goldene Kette. Vervollständigt wird ihr Look durch eine lässige Hochsteckfrisur. Auch der Style von Ehemann Charlie kann bei Lillys 80er Jahre anmutendem Outfit mithalten. Er hat sich für einen tannengrünen Allover-Look bestehend aus Blazer, Rollkragenpullover und Anzughose entschieden. Lediglich seine schwarzen Schnürschuhe fallen etwas aus dem farblichen Rahmen. Die Zusammenarbeit mit ihrem Mann bezeichnet Lily in einem Instagram-Beitrag als außergewöhnlich. Herrlich witzige Pärchenmomente auf Instagram. So rar sich das Paar in der Öffentlichkeit zeigt, so oft gibt es auf der Social-Media-Plattform private Einblicke in sein Eheleben.